meine Herren und Damen. Mit diesem legendären Satz begann Marie Juchacz als erste Frau ihre Rede vor einem frei gewählten deutschen Parlament, der Nationalversammlung. 100 Jahre ist das her, 2019. Das Jubiläumsjahr liegt jetzt hinter uns. In ganz Deutschland wurde gefeiert. Ich sehe ganz häufig Marie Juchacz hier auf den Bildern. Ja, genau. Sie sieht immer irgendwie etwas anders aus, die da zu uns spricht oder in einem Fall sogar singt. Raus mit den Männern aus dem Reichstag! Die AWO war da, das große Stadtfest in Dortmund auf der einen Seite mit Zehntausenden von Teilnehmern und die kleineren Feste, die aber genauso eine Beachtung fanden in den Stadtteilen oder in den Ortsvereinen. Das Jubiläumsjahr ist überwältigend. Es ist einfach viel Leben in der AWO, das merkt man und das freut mich immer wieder. Alle Generationen sind vertreten, alle kommen, alle freuen sich, alle sind stolz auf die AWO. Man muss ja auch unterscheiden zwischen denen, die 1989 praktisch erst wieder neu beginnen konnten nach der Wende. Und auch das spürt man, den Stolz in den ostdeutschen Ländern. Das Interessante war, dass wir auch bei der Begleitung unserer Veranstaltungen so wahrgenommen worden sind von vielen, nicht nur Spitzen der Politik und der Gesellschaft, sondern vor allen Dingen auch von vielen Menschen, die in der Arbeiterwohlfahrt ehrenamtliche, freiwillige Aufgaben übernommen haben. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft in dieser Zeit, dass wir uns an den Grundwerten, die uns Marie Juchacz mit auf den Weg gegeben hat, orientieren, zugleich aber das auch in eine moderne Zukunft tragen wollen. Es war unglaublich eindrucksvoll, mit welcher Kraft, mit welcher Kreativität, mit welchem Stolz diese Feiern abgelaufen sind. Und ich finde, das trägt aus der Vergangenheit in die Zukunft und so soll es auch sein. Sie Arme. Erst eine Chemo und dann auch noch orthopädische Schuhe. Wir feiern heute den 100. Geburtstag der AWO. Heute ist der 13. Dezember 2019. Marie Juchacz hat sich durch das komplette Jubiläumsjahr gezogen wie ein roter Faden. Ich freue mich riesig auf so viel Beteiligung. Ein riesengroßer Meilenstein, das Buch zur AWO-Geschichte und ganz viele Menschen, die sich engagieren, ein Gesicht bekommen. Und ich danke allen, die vom Ortsverein bis in den Bundesverband dafür sorgen, dass das Herz der AWO weiter schlägt. Prost, wir machen weiter. Wir machen weiter. 100 Jahre AWO. 100 Jahre AWO. Wir machen weiter. 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 Wir machen weiter.